Wie findest du es persönlich, solche technischen Dinge in einem Zeitalter von Computer für Kinder in den Sport umzusetzen, wie das Thema Sportstation? Ja gut, ich bin ja neben Fußballtrainer auch gelernter Sportlehrer. Das wollte ich mal ursprünglich werden an der Schule. Und bin Fan von Bewegung. Ich glaube, unsere Kinder haben insgesamt viel zu wenig Bewegung. Fußball ist natürlich super, aber wenn ein Kind einen Ball sieht, dann will er was damit anfangen, dann will er sich bewegen. Und dann hat mich am Anfang hier an deinem Parcours fasziniert, dass es relativ einfach ist. Es ist nicht kompliziert, man muss nicht viel erklären. Und die Kinder rennen einfach los mit dem Ball und versuchen, klar, möglichst schnell und fehlerfrei durch den Parcours zu kommen. Es ist ein unglaublicher Wettkampfgedanke dahinter, der aber ganz simpel ist. Und ich finde einfache Sachen immer toll, die man schnell umsetzen kann. Ja, heute das Finale zeigt er wieder. Die Eltern sind teilweise 500, 600 Kilometer hier angereist zum Deutschlandfinale aus ganz Deutschland. Ich gehe gleich nochmal rum und frage mal so ein bisschen rum, wo alle herkommen. Und deshalb bin ich umso glücklicher, umso froher, dass du heute mich hier besuchst bei meinem großen Deutschlandfinale. Ehrt mich. Ich kann es in Worte gar nicht ausdrücken. Also von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du das gemacht hast. So soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen. You tasted the pain of losing someone. Broken chains, don't even look back at this wasted moment's gone. Your heart to anybody used to be. It's not to blame, you shook the tree. We watched it fall as you could see. You start the game. You tasted the pain. 7. Ja, bei mir der Vater von Pascal aus Würzburg. Ja, Junge hat eigentlich mehr verdient gehabt heute. Fandst du auch, oder? Ja, der hat super Lauf hat er gehabt. Er hat am Schluss Pech gehabt, dass der eine Flasche umgefallen ist. Sonst hätte er einen Drittplatzierten gemacht. Wir sind aber trotzdem zufrieden und war eine super Veranstaltung. Hat der deutsche Meister bei Kia sucht den Superdribbler. Erzähl mal, was ist für ein Gefühl? Ja, das ist natürlich ein gutes Gefühl, also der Beste zu sein. Wie bist du zu dem Wettbewerb überhaupt gekommen? Also wie habt ihr das rausgefunden, dass es diesen Wettbewerb gibt? Er ist der Schiedsrichter normal und der hat beim Verein gepfiffen und da haben wir den Ding in die Werbung gesehen. Kia sucht einen Superdribbler und das war gerade an dem Tag, wo er sein Spiel hatte. Da sind wir gerade nach dem Spiel dahin gefahren, hat er mitgemacht. Er hat eigentlich mehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn schon gesehen in Wiesbaden. Vater ist ja auch hier präsent. Wo ist er? Wo hast du deinen Vater gelassen? Da ist er. Der muss alles auf Kamera festhalten. Er hat ein bisschen mehr drauf, hat diesmal leichte Fehler gemacht, aber das ist ja ein guter Lernprozess. Also gerade auch für die Zukunft, um das zu trainieren, um dann noch besser abzuschneiden, Nerven stärker zu werden. Auf Platz 2 bei Kia sucht den Superdribbler. Herzlichen Glückwunsch geht an Noah aus Wiesbaden. Noah, du musst zu mir kommen. Da stehen Kia sie schon, die beiden Superdribbler hier aus Frankfurter von der IAA. Machen ein wir Video. Stehen vor dem Finale. Ich bin im Finale mit. Für ihren YouTube-Channel, aber da verzieht er am letzten Hütchen. Hütchen fällt. Also ich werde Zweiter. Das und bedeutet Führung für... Aus Bayerfeld? Aus Essen. Essen. Aus Essen. Aus Essen. Wo ist das Bayerfeld? In Sachsen. In Sachsen. Bei Aue. Ja, wie lange? Das habt ihr eine lange Reise hierhin, oder? 430 Kilometer. 430. Worms. Auch Worms, okay. Worms ebenfalls, ne? Nee, Dingelstedt. Doch. Wen hast du dabei? Die Kira Mädel, Jahrgang 2004. Kommst du her? Aus Stuttgart. Superdribbler, von wo kommt ihr denn? Aus Essen. Aus Essen, ja. Kia sucht den Superdribbler. Von wo seid ihr? Remscheid. Die Remscheider hier bei mir, genau. So wie Gavin. Ja, hier. So Gavin. Wie hat es geklappt? Wie viel seid ihr geworden?
Also mein Bruder hat sich war leider nicht unter den ersten drei. Ich habe bis jetzt 7,2. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Ja, das ist eine gute Zeit. Ne? Ja. Ball habt ihr auch bekommen. Ja. Hat es Spaß gemacht heute hier? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden war ein Fall. Erlebnis. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, hier ist auch für die Vater was. Ne? Hat der Papa Autos geguckt? Nein. Ach komm. Ich war ganze Zeit hier. Geh ich gleich. Ja, ja, musst du. Ne? Ja, mach nichts. Wo kommt der her? Aus Kelkheim, hier, in der Gegend. Hier in der Gegend. Ja. Und wie sieht's aus? Wie läuft der Junge bis jetzt? Ja, ganz gut, ne, Jan, oder? 7,0, ja. Wer denn? Aus Würzburg. Von wo kommst du? Von Wuppertal. Und macht dir Spaß, heute hier zu laufen? Ja. Cooles Erlebnis? Ja.